Jemand. Jemand ist ein sogenanntes Indefinitivpronomen. Jemand bezeichnet eine Person, jemanden, den man nicht genauer bezeichnen kann oder will. Zum Beispiel kann jemand an der Tür klopfen, jemand hat angerufen. Es wird immer jemand gesucht. Es braucht immer jemand, der freiwillig ist. Gerade in Yoga-Ashrams wird immer jemand gesucht, der mithilft. Aber niemand wird gefunden. Man könnte sagen, jemand und niemand sind die populärsten Menschen in Familien und in Vereinen und gemeinnützigen Vereinen. Es wird immer jemand gebraucht, aber oft niemand gefunden. Jemand hat etwas getan, was niemand hätte tun sollen. Und niemand hat getan, was jemand hätte tun sollen. In diesem Sinne ist jemand und niemand sind zwei wichtige Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft.